Ja, was geht und willkommen zurück zu unserer bescheidenen Base hier in Seven Days to Die oder unsere kommende Base, so sage ich es mal. Es ist 17 Uhr, es lohnt sich nicht mehr wirklich hier irgendwie weit rauszugehen. Ich würde sagen, ich loote einfach mal, bevor es wirklich ganz dunkel wird, hier so ein bisschen die Gegend. Mal schauen, was wir hier oder ob wir hier irgendwie sowas finden. Hier ist auf jeden Fall ein Nest, das nehmen wir mit Eier. Mein Problem wird jetzt aktuell so sein, vermute ich, so ein bisschen die Nahrungsmittelbesorgung. Trinken haben wir hier mit 10 Flaschen Wasser, sollte kein Problem sein. Aber ich habe wirklich so ein bisschen das Problem. Ich glaube, uns fehlt einfach ein Gitterrost oder ein Kochtopf, um tatsächlich auch das Fleisch anzubraten. Oh, Gesundheit und Austausch stellen sich langsam wieder her. Sehr gut. Lehmboden. Wir nehmen mal erstmal alles mit, was geht. Samen und Messing. Das kann man, glaube ich, verkaufen und kann man sogar auch schmelzen in der Schmiede für Eisen. Muss ich alles natürlich nach und nach machen. Hier ist ein Hase. Den können wir natürlich halt jagen. Das Problem ist, wir können das Fleisch nicht anbraten ohne Gitterrost. Glaube ich zumindest. So, hier ist unser Lagerfeuer. Wollen wir das einfach mal probieren? Ich versuche es mal. Kann man das hier eigentlich auch Linksklick halten und ziehen, Stapel zu nehmen. Linksklick und halten und ziehen. Ich möchte aber nicht den ganzen Stapel, ich möchte eigentlich nur die Hälfte. Vielleicht mit Steuerung, Rechtsklick, um einzeln abzulegen. Ach so, hier ist die Menge wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mache einfach mal so einschalten. Und dann will ich mal gucken. Ich glaube, ich kann... Ja, ihr seht, ich brauche entweder ein Gitterrost oder einen Topf. Wir hätten uns also vom Händler tatsächlich irgendwas holen müssen. Ah, das ist ärgerlich. Verkohltes Wildbret könnten wir machen. Ja, weil wir halt keinen Rost haben. Für eine gebackene Kartoffel, da bräuchten wir nichts. Hier brauchen wir einen Grill. Kochtopf, Kochgrill. Kochtopf. Also wir brauchen für das meiste, so wie es aussieht, ein Kochtopf, aber das einfachste geht, glaube ich, eher mit einem Grill. Trinke ich Chemikalien. Wir machen das mal wieder aus, um einfach mal unser Holz zu sparen. Es ist ärgerlich. Geht nicht einfach nur so gegrilltes Fleisch? Gibt es denn nicht einfach so... Ach doch, hier, gegrilltes Fleisch. Ja, oder gekochtes Fleisch. Ich glaube, wir holen uns, wenn dann, erstmal den Kochtopf. Wir können Fleisch sowohl im Topf als auch im Grill machen. Deswegen holen wir uns einfach mal beides. Oh, hier geht's ja runter. Das ist ja interessant. Wow. Wie geil ist das denn? Wäre das denn eventuell auch eine Base? Hier ist ein Tresor. Der ist verschlossen. Wow, wie geil ist das denn? Interessant, okay. Ich komme hier aber hoffentlich wieder raus. Ja. Okay, ich würde sagen, wie gesagt, nicht so viel Zeit verplempern. Wir gucken mal, was wir hier so in dieser Hütte finden. Dafür müssen wir natürlich die Tür hier erstmal aufkriegen. Sollte kein Problem sein. Okay, wir sind jetzt auch durstig und hungrig mittlerweile. Ich würde sagen, wir essen mal die Dose vor. Einmal eine Dose voressen. Ne, wir essen mal diese Rindfleischration. Hilft ja alles nichts. Sollte uns aber um einiges sättigen. Und trinken dann natürlich auch ein Glas Wasser. Und dann sollten wir erstmal wieder good to go sein. Können wir hier wieder in Ruhe looten. Okay, der Kollege, ich weiß nicht, ob der gleich aufstehen wird. Oder die Kollegin. Ja, ich hab's geahnt. Okay. Wo kommen die denn alle her? Ach so, okay, okay. Das sind, glaube ich, die ganzen Zombies, weil hier stand ja, das ist irgendwie gefährlich hier. Das, oh, oh, warum sind denn da so viele? Holy shit. Okay. Das ist aber gut, dass ich die von meiner Base erstmal weglocke bzw. erledige. Bevor die hier mich überrennen. Oh, scheiße. Das ist nicht gut gewesen. Das war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Warum dreht die sich dazu? Will die mit mir tanzen, oder was? Okay, okay, okay. Die sind Gott sei Dank nicht so schnell.
Sehr gut. Nicht gut. Nicht gut. Level up, okay, ich kann nicht aufleveln, das ist sehr gut. Ich habe einen Skillpunkt. Okay, ich glaube, das sollte der letzte sein. Okay, huh, holy shit. Erstmal meine ganzen Steinpfeile wieder aufsammeln. Aber ich glaube, ja, mehr finden wir nicht. So, der ist leer. Können wir dieses Auto hier eigentlich kaputt hauen? Kriegen wir dafür auch Eisen? Ich weiß es nicht. Oh ja, hier ist ein Kochtopf. Wie geil. Hier ist ein Kochtopf. Gut, dass ich mir keinen gekauft habe. Aber ich glaube, die ganzen Zombies sind auf jeden Fall weg. Also wir hätten theoretisch diesen Spot hier auch als Base. Könnte man auch eventuell nutzen. Aber ja, wir bleiben erstmal oben. So, was ist das? Der Schlagmann. Okay, für... Okay, ich lese das einfach mal. Dreifachtaschenmod für Rüstung. Wie geil ist das denn? Nehmen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man diese Mods installiert. Muss ich mir alles mal schauen. Selbstgebauter Stab. Ist der effektiver als der Steinspeer? Ich weiß es nicht. Und Munition. Sehr, sehr geil. Okay, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, hierher zu kommen. Sehr, sehr gelohnt. Schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Stahlknüppelteile, das sind auch Mods. Okay, wie geil ist das denn? Wir finden hier auf jeden Fall geilen Stuff. Wir müssen aber jetzt gleich ein bisschen hinne machen. Hier ist eine Schiene, falls wir unser Bein brechen. Hier ist ein Band oder Verband. Papier muss ich jetzt immer nicht mitnehmen. Und Medical Journey oder Journal. Journal, so. Lesen wir auch mal direkt. Ja, Papier brauchen wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Hier ist nichts, hier ist noch Müll, aber auch im Müll kann Gutes sein. Hier Eisenrohr, kurzes Eisenrohr ist wichtig, habe ich nämlich gemerkt. Damit können wir unsere Waffen bauen. Pilzsporensamen, holy shit. Ich habe keine Ahnung, ob wir das brauchen. Bauplan, Sichtbereich, Vierermod, ja, wie geil. Einmal lesen. Dann können wir jetzt auch so ein Visier craften. Und hier ist noch so eine versiegelte Versandkiste. Wie geil ist das denn? Was ist denn das hier für ein geiler Spot? Und wir sind schon wieder hungrig. Holy shit. Kann es sein, dass wir hungrig sind, weil wir so viel mit uns schleppen? Ich weiß es nicht. Big Hitters verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Knüppeln. Ja, Knüppeln bin ich jetzt eh nicht so der Fan von. Machen wir aber einfach mal. So, hier ist noch eine versiegelte Kiste. Okay. Der ist einmal kaputt. Den müssen wir reparieren. Sehr gut. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Ein altes Sandwich, weißt du was? Essen wir einfach, warum nicht? Trübes Wasser nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Können wir abkochen. Und Fleisch nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Hier wird wahrscheinlich noch viel mehr sein. Ich wollte gerade sagen, den haben wir doch noch gar nicht erledigt. Oh, es ist 20 Uhr. Nee, es wird erst ab 22 Uhr, glaube ich, dunkel. Ich glaube, noch haben wir... ein bisschen Zeit. Gucken erstmal noch ein bisschen weiter. Hier ist nochmal trübes Wasser. Sehr gut. Hier ist erstmal nichts. Hier ist eine Einkaufskiste. Ja, Knochen. Weiß ich nicht, ob wir Knochen jetzt unbedingt brauchen. Ansonsten hier ist zu. Wir könnten natürlich auch, wie gesagt, hier bleiben. Aber ich würde schon gerne wieder zurück zur Base. Stofffetzen habe ich auf jeden Fall auch mit. Militärrüstungsteile. Alter Schwede, was ist denn hier für geiles Zeug drin, ne? Im Häuschen. Laufschuhe. Was habe ich denn aktuell für Schuhe? Gar keine. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch Schuhe. okay, hier ist ein Bett. Holzschuhe können wir sogar aufnehmen. Okay. Eine Sonnenbrille. Komm, tragen. Warum nicht? Und das war's. Jetzt geht's nur noch hoch. Schauen wir mal, was wir hier finden. Eine Schraubenfeder, okay. Kaffeesamen, okay, interessant. Und Bruchsand, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht. Hier oben könnte man natürlich auch bleiben. Das sieht auch interessant aus und könnte ja auch für so eine Festung ganz cool sein, oder? Vitamine, oh. Krankheitswiderstand nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die letzte
Ein Hemd. Ich glaube, ein Hemd brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal. Oh, kommen wir hier hoch? Können wir hier rüberspringen? Oh, sehr geil. Eine gotische Hose. Wir haben, glaube ich, eh schon. Oh mein Gott. Was sind das hier für Stapel? Magazine, Sharpsticks. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Speeren. Wichtig. Und verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Reparaturwerkzeugen. Auch gut. Gucken wir, ob wir diese Kisten noch irgendwie. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir hier erstmal gelootet. Sehr, sehr gut. Und ich würde erstmal wieder nach oben gehen. Wir können uns natürlich langfristig überlegen, dort in dieser Hütte zu verbleiben. Aber erstmal würde ich schon gerne hier oben bleiben. Und damit hier niemand reinspaziert, würde ich schon gerne irgendwie hier so einen Baublock platzieren. einfach zur Sicherheit, dass mir hier niemand reinkommt. So, ich glaube zwei hätte ich hier sogar bauen müssen, ne? Ich weiß nicht, ob einer unbedingt ausreicht. Man kann die auch, glaube ich, modifizieren. Einfach Stellung, Form am Gesicht. Was ist denn das? Ach so, das ist die Stellung kopieren. Form. Ah, ja, das habe ich doch gesucht. Einfach irgendwie wie so eine Wand, ne? Nicht Fenster, irgendwie so eine Wand. Ach du Scheiße, was ist das denn? Man kann ja mal mega viel machen. Das wollte ich eigentlich nicht so. Ich wollte einfach nur so eine Wand. Einfach fortgeschritten. Wie kann man denn unterschiedliche Bauform von diesem Teil. Oder gibt es hier irgendwie statt Baublock auch irgendwie Wand? Nee, ne? Ich glaube, mit Baublock kann man einfach alles machen. Wir machen das mal. Ja, hier geht's nicht, weil da die Fackel ist. Ich weiß nicht, ob die so durchkommen. Wir machen es jetzt erstmal so. Fortgeschritten? Ich habe keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Könnt ihr mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich mache es jetzt erstmal so. Mit der Hoffnung, dass hier keine Zombies durchkommen. Weißt du was? Noch ein Baublock. Und den dann hier unten. Dass die mich auch wirklich nicht sehen. Können wir eigentlich die Fackel abnehmen? Haben wir die aufgesammelt? Ich glaube nicht, ne? Ah, ist ja nicht weiter wild. Ich will hier auf jeden Fall zumachen. Zack. Zack. Okay. Dann sind wir hier erstmal safe. Ich hoffe, die Zombies sehen mich nicht von draußen. Ja. Ich warte hier erstmal ab. Okay, dann erstmal ein bisschen etwas verstauen, was wir nicht brauchen. Wir sind auf jeden Fall wieder hungrig, also das brauchen wir nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das nicht. Das können wir eigentlich gleich abkochen. Wir könnten uns eigentlich direkt mal ein Campfire machen, oder? Lagerfeuer. Craften. Okay, machen wir. Und den platzieren wir auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlimm ist, wenn wir den irgendwie drinnen anzünden, aber ich glaube nicht. So. Den Kochtopf platzieren wir hier mal drauf. Sehr gut. Ja, ich will nicht alles an. Wie kann man denn nur ein bisschen wegnehmen von dem Holz? Ich weiß es nicht. Rechtsklick, um einzeln abzulegen. Ach so, okay. Mit rechtsklick. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wir machen hier mal für 10 Minuten Brennstoff erstmal rein, ungefähr. Schalten das Zeug mal an. Wobei, bevor wir es anmachen, holen wir uns erstmal das trübe Wasser. Und einschalten. Eier können wir auf jeden Fall machen. Und trinken müsste auch gehen. Oh, wir können sogar Kleber machen. Das ist auch wichtig für die Schrotflinte. Und Wasser. Wasser auf jeden Fall alle drei einmal abkochen. Und warum nicht gleich die Eier auch? Ach so, dafür brauchen wir auch Wasser für die Eier. Okay. Kochen. Und das Fleisch auch auf jeden Fall. Verfügst du nicht über die Erfolge. Ach so, okay. Wir brauchen, müssen unser Nahrungsskill auch aufleveln. Oh, holy shit. Dann skillen wir das. Ach, geht noch gar nicht. Warte. Gekocht? Wir können kein gekochtes Fleisch machen. Wir brauchen für gekochtes Fleisch ein Skill? Was ist das denn? Okay.
Haben wir denn hier, genau, Eier, ich wollte gerade sagen, Eier haben wir auf jeden Fall hier. Wir machen aber nicht alle Eier, weil wir nicht so viel Wasser verschwenden möchten. Oh nein. Ich glaube, die Zombies hören mich. Ich glaube, die Zombies hören, wie ich koche. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Oh, hier ist eine Leiter, ne? Oh, shit. Okay, einmal Wasser ist fertig. Der Rest dauert irgendwie gefühlt noch. Ich weiß nicht, wo die lang gehen. Ja, die machen das hier kaputt. Aber das können wir, glaube ich, immer wieder reparieren, ne? Ah, ne, dafür brauchen wir Holz. Das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Liegt das daran, weil wir kochen? Hören die mich während des Kochens? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre hier so ein bisschen sicher, aber anscheinend ja doch nicht. Okay, die brauchen aber ziemlich lange, um das kaputt zu machen. Glaube ich. Oder auch nicht. Wir können es aber immerhin noch reparieren mit genügend Holz. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen was wegpacken kann in der Zwischenzeit. Stoff brauchen wir erstmal nicht. Ja, das können wir erstmal behalten. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das erstmal nicht, das erstmal nicht, das erstmal nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das könnten wir mal hier lassen. Honig lassen wir erstmal. Ei kann erstmal weg. Ja, Wildbret können wir leider nicht kochen, komischerweise. Ich verstehe es nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Wir brauchen auch wieder mal einen Skill. Den können wir halt leider noch nicht aufwerten. Wir haben zwar, glaube ich, einen Skillpunkt, den wir aufwerten können. Oder? Wo stehen, wie viele Fertigungspunkte wir haben? Ich bin der Meinung, wir haben einen einen verfügbaren Fertigungspunkt. Ach, Eigenschaftenbücher. Wo war denn das mit dem Kochen hier nochmal? Attribute. Intelligenz vielleicht? Erfinder, Henker. Ich muss hier echt ein bisschen aufpassen, ne? Ich wenn er hier durchkommt, das wäre nicht so geil. Ich mache hier einfach immer wieder zu. Holz, was ist der Unterschied zwischen Holzblock und Baublock? Ich weiß es nicht. Okay. Ich gucke noch mal kurz hier. Stufe 1 Nahrung, Maisbrot. Das können wir leider noch. Wir brauchen Fertigkeit 4. Das heißt, wir müssen noch ein Buch lesen. Ah, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Die kommen hier auf jeden Fall nicht durch. Ich bin am Überlegen, diesen oberen Holzblock irgendwie kaputt zu machen. Damit ich die von hier erledigen kann. Ist das irgendwie möglich? Was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten, an Fallen zu bauen? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es nicht. Okay. Ich lasse den hier erstmal mal das kaputt machen. Wie spät ist denn das überhaupt? Ah, noch nicht mal 0 Uhr. Holy shit. So, das nehmen wir noch einmal auf. Ein Ei ist auf jeden Fall fertig. Das essen wir mal direkt. Ich hoffe, das sättigt uns, das Ei. Ja, geht so. Ich glaube, wir haben immer noch Hunger, ne? Vielleicht können wir gleich noch ein Ei essen. Ein paar kochen wir ja gerade noch. Okay, das Teil hier ist gleich kaputt. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Vielleicht bringt es ja auch, wenn wir einfach ruhiger bleiben. Vielleicht gehen die einfach weg. Nee, gehen sie nicht. Oh Mann, oh Mann. Du bist durstig. Jetzt bin ich auch noch durstig, Mann. Einfach mal trinken. Wir sind auch immer noch hungrig, ne? Das ist der Wahnsinn, wie viel er einfach essen muss. Ich würde den gerne irgendwie von hier erledigen. Treffen wir den von hier. Ich baue mir mal zur Not schon mal einen Baublock, dass wir den irgendwie direkt platzieren können. Ruhig zwei Stück. Okay, der macht das. Das ist gleich kaputt. Und ich weiß nicht, ob er schon reinkommt, weil eigentlich ist dieses Teil hier noch im Weg. Vielleicht muss er das Teil hier unten auch noch kaputt machen. Ich bin gespannt. Gleich ist das Teil kaputt. Mal gucken. Die Eier brauchen aber echt lange, ne? Okay, gleich. Ich hoffe, es ist auch nur einer. Wenn es mehrere sind, habe ich ein Problem. Okay, jetzt kaputt. Okay, er kommt hier nicht rein. Sehr gut. Der Block stört ihn. Das ist gut, das ist gut. Das könnte so eine kleine Taktik auch sein. Vielleicht für die Horde-Nacht. Oder für den Blutmond.
dass wir die Zombies hier eventuell so ein bisschen aufhalten und von hier erledigen können, ne? Okay, kommt der jetzt? Kommt der jetzt? Ah doch, hier ist er. Der fällt immer wieder runter. Das ist doch genial, oder? Wenn die hier auch immer wieder runterfallen. Das wäre doch genial, wenn die hier immer wieder runterfallen. Dann wäre ich doch hier safe, oder? Ich sehe es jetzt, komm, ich werde diesen Blutmond sowas von verkacken. Okay, den haben wir erledigt. Wir müssen nur hier irgendwie was finden, weil wenn die von hier reinkommen und hier die Leiter hochklettern, ich bin überlegen, die Leiter einfach kaputt zu machen. Ich glaube, das mache ich auch, ne? Ich glaube, wir machen die Leiter einfach kaputt. So, das essen wir einfach mal, weil wir auch immer noch hungrig sind. Ist halt die Frage, wenn wir hier unten sind, dann kommen wir halt auch leider nicht mehr hoch. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie wir uns am besten festigen sollen. Ich bin da echt selber noch wirklich ein Noob. Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge können wir vielleicht einfach mal diesen Fähigkeitspunkt, den wir noch haben, verteilen. Das ist halt die Frage. Was nehmen wir? Entweder nochmal Sperrmeister. Was ist denn Spion? Macht dir deine Geister zu nutzen und erleidet weniger Schaden durch Fallen? Fährtenleser, lerne Tiere im Umkreis. Ah, da muss ich mich auch echt noch schlau machen, was denn hier gut ist. Ja, sowas eventuell mit Waffen, speziell Schrotflinten. Vielleicht kannst du, ah, okay, Schrotflinten. Schwere Rüstung, Packesel wäre natürlich auch Chefkoch. Erfahre wieder Meister, aber reduzierte Kochzeit und die benötigte Zutaten für deine Lieblingsrezepte. Du kochst nicht so häufig, kannst aber die Grundlagen verwenden, 20 oder weniger Hauptzutaten. Wäre auch ganz cool, ne? Und finde mehr Kochzeitschriften. Ich glaube, wir leben aktuell nur von Eier. Und von Eier leben ist, glaube ich, aktuell auch gar nicht so bad. Ich glaube, ich mache nochmal Speer, weil ich glaube, der Speer wird unser Freund. Ich level an. Ach, geht gar nicht. Da müssen wir sogar noch warten. Okay, den können wir aktuell nicht aufleveln. Das heißt, wir müssen hier warten. Aber auf was? Ach so, wir brauchen Wahrnehmung Stufe 3. Müssen wir das hier dann aufleveln? Ah, okay, ich verstehe. Dir entgeht noch häufig, dass das meiste in deinem Beruf mit Kopfschüssen und hast mit Gewehren. Ich glaube, das ist gut. Dir entgeht noch häufig das meiste in deiner Umgebung. Du verursachst 210% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Gewehren, Sprengstoffen, Speeren und Werkzeugen eine Chance. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir machen das. Ja, das ist ganz gut. Und mit Stufe 3 können wir dann hier sogar den Speermeister weiter aufleveln. Ja, ich glaube, das machen wir. Wahrnehmung Level 3 müssen wir hier nochmal aufskillen und dann... Also mit den Skills, da muss man sich echt so ein bisschen... reinfuchsen. Das werde ich alles nach und nach machen. Hier kommt schon der nächste, den erledigen wir noch schnell. Oder auch nicht. Oh nee, ne? Das ist wieder so ein Scheißteil. Halt's Maul. Das ist der Dude, der mich erledigt hat in der letzten Nacht. In der ersten Nacht. Oh, da kommt viel mehr, ne? Verpisst euch. Junge! Oh nein. Oh Block, schnell. Oh mein Gott, war das eng. Oh mein Gott. Ich wollte doch die Folge abschließen, verdammt. Oh Mann, ey. Verpisst euch doch. Ich glaube, den müssen wir damit erledigen. Ja, ich glaube, den haben wir erledigt. Okay, ich würde sagen, bevor die Folge noch ausartet, sage ich danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.